Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und heute spielen wir New Star Manager. Ich habe das Ganze schon mal so ein bisschen angespielt und eigentlich auch Let's Played, fand die Aufnahme aber mehr schlecht als recht und war auch ein bisschen verplant. Deshalb machen wir das Ganze nochmal und fangen hier einfach mal an. Hi, ich bin Simon Reed und werde dich mit den besten Tipps für dieses Spiel versorgen. Glückwunsch schon mal zu deiner Ernennung zum neuen Manager von New Star FC. Das Team wartet auf den erstes Training mit ihm, Boss. Fangen wir an. Wir können einfach hier passen. Auch natürlich in den freien Raum passen, ganz klar. Er kann auch irgendwo hinlaufen und dann können wir ihm, während er irgendwo hinrennt, laufen. So, und wir können natürlich auch selber dribbeln. Jo. Das Coole an dem Spiel ist, du bist zwar eigentlich der Manager, aber Tore musst du selber schießen oder Freistöße, Elfmeter und so weiter musst du selber verwandeln. Das ist ziemlich cool, ist also eine ganz nette Mischung zwischen ja, Fußballmanager und Fußball richtig spielen. Jo, das war auch schon das Training, naja. Ich nenne mich einfach mal Moritz, ja, Moritz, zack. Und meinen echten Nachnamen werde ich nicht verwenden. Wir nehmen einfach Schossel. Das passt. Ich komme aus Deutschland, bin männlich. Fortfahren. Und da kommt auch schon die Presse. New Star FC hat Moritz Schossel als Manager eingestellt. Die offizielle Pressemitteilung des Vereins lautet: Wir haben in letzter Zeit viele ähnliche Kandidaten gehabt, aber dieser war unser Wunschkandidat. Willkommen beim New Star FC. Boss, der Verein ist beinahe am unteren Ende der Liga und es sind nicht mehr viele Spiele in dieser Saison. Die Lage ist ziemlich aussichtslos, aber der Vorstand konnte für den Anfang 32.000 Euro zusammenkratzen. Immerhin. Es gibt noch eine Menge zu tun. Ja, ich weiß. So, wir spielen mal gegen Meppen. Das ist der Formationsbildschirm. Mhm. So, den Torwart sollen wir auswechseln gegen den anderen. Weil der Herzog verletzt ist. Wie traurig. Ansonsten haben wir hier auch einen Assistenztrainer, der uns Formationen vorschlägt. Dann muss man das nicht selber machen. So, erstmal das Spiel gegen Meppen. Das Spiel ist größtenteils noch zu einem textbasierten Bildschirm. Außer eben, wenn was passiert, dann können wir da selber Tore schießen. Und hier ist ein Elfmeter. Versuchen wir natürlich mal gleich, den zu verwandeln. Ins linke Eck vielleicht. Zack. Sehr schön. 1-0 für den New Star FC. Schöner Elfmeter von Huber. So. Okay, wir sollen hier passen. Das war knapp, aber ging noch. Gut, und dann versuchen wir mal ein Tor zu schießen. So vielleicht. Cool, der ging sogar rein. Verrückt. So, 2-0. Das erste Spiel ist jetzt natürlich noch ein bisschen Tutorial-lastig und da wird noch viel erklärt. Aber die nächsten Spiele können wir dann schon etwas freier gestalten. So, schöner Pass und da schießen wir natürlich direkt in das rechte Eck. Oh, der ging drüber. Schade. Probieren wir nochmal. Vielleicht mit etwas weniger Elan. Ja. Super. Tolles Tor. Aber hey, er ging rein. Von dem her, was will man mehr? So, 3-0 zur Halbzeit. So kann es weitergehen. Und da ist die nächste Chance für uns. Du läufst nach vorne und wir klicken da auf den Weg. Ja, das... Ja, das war nichts. Vielleicht ein bisschen mit ein bisschen mehr Sorgfalt. Ich will da aber nicht hinklicken. Ja, was ist denn das? Also ich bitte euch. So kann er den Ball nicht kriegen. Naja, wir führen 3-0, deshalb halb so schlimm. Achso, er soll selber dribbeln. Ja gut, das kann er ruhig machen. Ja, haha. Hat ja gut geklappt. Oh, ihr kriegt den Ball zurück. Sehr schön. Da verschlucke ich mich vor Freude halb.
So, er kann vielleicht mal ein bisschen dribbeln. Nein, kann er nicht. Na gut. Das gibt einen Einwurf. Bloß nicht für uns. Doch, für uns glaube ich sogar, aber das macht man nicht selber. Ich kann die Kamera bewegen. Ja, aber braucht man eigentlich nicht wirklich. Da sieht man nur die hässlichen Fans und sonst sieht man da nicht viel. Deshalb, ja, muss man das nicht wirklich tun. So, wir passen ein bisschen. Sehr schöner Pass. Ja, sehr schöner Pass. Korrekt. Nun gut, 3-0 gewonnen. Sehr schön. Ein guter Auftakt. Der Assistenztrainer ist hochzufrieden. Und wir steigen vom 17. Platz nicht auf. Super. So, ausgezeichnetes Spiel. Wir kriegen ein bisschen... Ne, wir kriegen keine Einnahmen. Die Fans sind aber etwas glücklicher. Zwar noch unglücklich, aber es ist schon mal ein bisschen besser. So, hier kriegen wir eine Fertigkeitskarte fürs Dribbling. Da können wir dann das Dribbling von unseren Spielern verbessern. Das machen wir natürlich. Hier ist die Kartensammlung. Es hat jetzt ein bisschen was von diesem FIFA. Gibt es doch diesen Spielmodus, auch mit Karten und so weiter. Bloß da sind Spieler die Karten. Und hier gibt es eben auch so, ja, Trainingskarten. So, und er kann ein bisschen besser dribbeln. Wird aber ausgewechselt, weil er K.O. ist. Nun gut. Erstmal das zweite Spiel gegen Son Hof spielen. Und hoffen wir, dass das ähnlich gut ausgehen wird. Es hat eine schwache Verteidigung. Ja gut, dann können wir ja ein bisschen auf Angriff spielen. Wir haben die Chance auf einen Angriff. Geht das? Sehr schöner Pass. Boah, der war auch sehr schön. Okay, jetzt wird's kritisch. Kann ja mal versuchen, den reinzuschießen. Komm, komm, komm. Sehr schön. Irgendwie noch das 1-0 bekommen. Gut. Von Huber mal wieder. Gefällt mir. So, und da haben wir wieder eine Angriffschance. Ah, das war nicht wirklich gut. Aber er kriegt den Ball. Passt ihn, ja, hier auf irgendeinen Stürmer. Der dribbelt mal rum. Flanken mache ich sehr ungern, aber es ist gerade kaum anders möglich. Oder wir versuchen es mit einem flachen Pass. Der misslingt, aber hier bekommt noch ein Spieler den Ball. Sehr schön. Ja, pass mal ein bisschen zurück. Hier auf ihn, auf die andere Seite. Du läufst ein bisschen zurück und dann... Ja, das war nix. Erholung, hier Neuversuch. Wir versuchen es erneut. Ja, komm, direkt vielleicht. Dann kann er ja mal versuchen, irgendwie aufs Tor zu schießen. Uah, nee, knapp vorbei. Na gut. Und Zornhof hat eine Chance, aber kommt nicht an Grohl vorbei. Tja. Wir machen wieder Druck. Wir passen auf Winter. Er passt in die Mitte. Passt er in die Mitte? Nein, tut er nicht. Er passt auf die andere Seite. Und er kann jetzt eigentlich ganz allein nach vorne laufen. Das ist sehr schön. Das ist optimal. Dann, er schießt einfach mal rauf. Ja, toll. So, Halbzeit. Wir führen aber 1-0. Halb so schlimm. Ah, jetzt wird's kritisch. Aber er konnte den Ball abfangen. Sehr schön. Er spielt nach vorne. Auf Sachs. Sachs spielt auf Winter. So, Winter. Ah, spielt auf die andere Seite. So, und er steht wieder frei. Er dribbelt sich durch. Am Torwart vorbei. Der muss jetzt eigentlich reingehen, also sonst wäre es peinlich. Oh, nein, Pfosten! Das gibt's ja nicht. Aber er hat den Ball und er schießt. Sehr schön. 2-0. Boah, ich krieg mir echt einen halben Herzinfarkt. Huber mit dem zweiten Tor heute. Also er hat einen Lauf. So, gibt's vielleicht noch eine Chance für uns? Oh, wir haben einen Freistoß. Das ist aber eine eher ungünstige Position.
aber es geht. Ja, Müssen uns mal ein bisschen aufbauen hier. So, jetzt vielleicht durchdribbeln und dann Richtung Tor. Ja, es ist nicht so optimal. Du musst mehr in die Mitte. So, und jetzt vielleicht versuchen, in die rechte Ecke zu spielen. Boah, sehr schön. Das war ein Tor. Das möchte ich nochmal anschauen. Zack, nach hinten. Hier in die Mitte und der dribbelt sich durch und macht dann wirklich einen tollen Treffer. Sehr schön. Ja, 3-0 gewonnen. Was will man mehr? Winter war heute bombastisch. Wir waren sicher im Ballbesitz und unsere Schüsse waren äußerst treffsicher. Das gefällt mir. Und da steigen wir auf den 16. Platz auf und überholen Zwickau. Sollte das wahrscheinlich sein. Die Fans sind ein bisschen zufriedener. Der Vorstand ist auch überzeugt von unserer heutigen Leistung. So, Trainer können nicht nach jeder Partie Karten erzeugen. Sie haben eine Abklingzeit. Lass stattdessen deine Spieler eine Pause machen, wenn das passiert. Du hältst keine Fertigkeitskarten, sondern Energiekarten, mit denen du müde Spieler munter machen kannst. Gut, dann gehen wir mal zum Verein. Was willst du mir zeigen? Die Übersicht. Hier gibt es Sponsoren. Ja, sind gerade noch relativ uninteressant für die. Und hier gibt es Statistiken, was ich auch sehr cool finde, weil ich liebe Statistiken, wie ihr vielleicht wisst. Aber erstmal ein Interview. Haben Sie bereits einen Fanshop gebaut? Nein. Leider nicht, weil wohl kaum jemand unseren Merch kaufen möchte. So, was gibt's hier? Wir sollen ein Fitnesscenter bauen. Na gut, dann werden wir das wohl machen. Und das ist auch schon fertig. Dann schauen wir mal, wen es hier so gibt. Ja, er ist der Beste, der Kogler. Dann werde ich ihn wohl einstellen. Versuche den Vertrag dieses Trainers zu verlängern. Wenn du es schaffst, verlängert dies die Zeit, die der Trainer beim Verein bleibt, erhöht aber auch die Kosten des Vertrags. Ja, 60 Spiele heißt das. Warum nicht? Versuchen wir nun mal den Vertrag zu verhandeln. Verwende die Schaltflächen zum Erraten von höher oder niedriger als die Zahl auf dem Hemd. Die Zahlen reichen von 1 bis 11. Klicke auf Zustimmen, wenn du zufrieden bist. Denk dran, fehlgeschlagene Verhandlungen erhöhen den Preis des Vertrags. Achso, ja, die nächste Zahl wird wohl höher als 1 sein. Ja, wenn es bis 11 geht, wahrscheinlich niedriger als 9. Jetzt ist es schwierig. Ich könnte jetzt auch zustimmen, aber ich gehe mal auf Risiko und gehe auf höher. Oh, ist sehr schön. Wenn ich jetzt falsch tippe, erhöht sich das ziemlich. Ich nehme das mal an, das ist gut. Das ist ein fairer Preis. So, Erfurt. Das Team ist offensichtlich ziemlich gut in Form. Na dann geht's weiter. Gegen Erfurt. Hoffentlich mit einem erneuten Sieg. Ecke für Erfurt. Okay. Der geht über alle drüber. Na dann ist das ja halb so schlimm. Oh, die haben schon wieder einen Freischuss. Also, was ist denn da los? Wir haben den Ball. Okay, mit einer anderen Trikotfarbe. Etwas ungewohnt. So, wir spielen mal hier in den Sturm und er steht frei. Ich kann jetzt leider nicht passen, weil er im Abseits steht. Ah, ist das schwierig. So, komm. Jetzt mach ihn einfach rein. Das könnte ein wirklich schöner Treffer werden. Nein! Aber er schießt. Komm. Uah! Sehr schön. 1-0 gegen Erfurt. Irgendwie ein Treffer gelandet. Besser irgendwie als nie. Das ist mein neues Lebensmotto. Teamgesprächskarte zur Halbzeit, aber die spielen doch gut. So, Kabinenansprache. Auf irgendeinen speziellen Spieler? Ich glaube, das gilt für alle, oder? Versuche zu sehen, welche der 6 Sätze grün werden und klicke dann darauf, wenn sie sich mischen. Je mehr du errätst, desto mehr Energie erhält das Spiel. Lauf ein bisschen mehr, übereilt es nicht, mach den Weg frei, steigert das Tempo. Steigert das Tempo, lauf ein bisschen mehr. Sehr schön. Plus 15. Ich bin einfach ein Genie. Oh, sie spüren deutlich die Auswirkungen. Gut, dann. Mehr Leistung, sofort.
Und da sind wir auch schon im Angriffsmodus. Spielen auf Huber, der relativ frei steht. Das können wir... komm, 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 hol ihn dir. Zum Glück kein Abseits, ganz knapp die Sache. So. Nein! Freistoß, Elfmeter, sofort. Ja, schade. Das war nix. Da habe ich zu sehr gedribbelt und das lief dann nicht wirklich gut. So, die haben eine Ecke. Okay, enttäuschender Schuss. Die haben schon wieder eine Chance. Aber Emerson hat den Gegner aufgehalten. Sehr schön. So, da haben wir nochmal eine Torchance. Schöner Pass. Ja, lauf mal ein bisschen nach vorne. Hm. Oh Gott, das da. Oh Gott. Er steht nicht im Abseits. Dann, let's go. Ja, jetzt muss er eigentlich schießen. Ja, jetzt wird schwierig. Ich versuche mal hier die linke Ecke zu treffen. Oh, sehr schön. Was für ein Tor. Von Winter. Ja, und da steht er wirklich nicht im Abseits. Habe ich gut gewartet. Und zack, der ging wunderbar rein. Sehr schön. Und da gewinnen wir 2:0 gegen Erfurt. Finde ich toll. Da machen wir schon Druck auf Sonnhof so langsam. Mit 3 Siegen in Folgen. Ja. Fans sind zufrieden. Vorstand ist auch überzeugt von uns. Und wir bekommen eine Fitnesskarte. Stärke. Mhm. Das war's auch schon, Boss. Dankeschön. Jetzt kann ich in Ruhe das Team managen. Gefällt mir. Was habe ich denn hier? Ja, ja, ja. Der Trainer. Boss, es dauert etwas, bis ich Fitnesskarten... Ja, ja, ja. Das Coole ist halt, du bist ja wirklich Manager und nicht direkt der Trainer, wie in anderen solchen Spielen. Finde ich toll. Also, hier geht's wirklich ums Managen. Auch um Sponsoren, Eintrittskarten und so weiter. Mitarbeiter einstellen. Das ist schon ganz cool, finde ich. Und ist eben auch relativ, also ist jetzt nicht so mega realistisch gehalten. Eher ein bisschen spielerisch. Deshalb kannst du das Team natürlich auch selber teilweise spielen und halt die Tore schießen. Ist ein toller Mix. Relativ unbekannt, was ich schade finde. Der will einen Scout. Dann bekommst du auch einen Scout. So, es wird gerade gebaut. Das können wir ja mal kurz abwarten. Achso, das heißt ein Spiel. Okay. Ja. Der Manager von Karl Zeiss Jena ist das, glaube ich. Als ich das... Ich habe das ja schon mal so ein, zwei Parts aufgenommen. Ja, zwei Parts, um genau zu sein. Da wurde der Typ auch schon Manager des Monats. Ich glaube, der kauft sich da ein. So, Dilemma. Fans, du wurdest zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung eingeladen, Beziehungsverbesserung. Vertragserfüllung, der Vorstand möchte mit dir die Team- und Mitarbeiterverträge durchsehen. Auch Beziehungsverbesserung. Da ist mir der Vorstand wichtiger, weil es auch zwei Karten dazu gibt. Was denn für Karten? Oh, plus 20 Spiele im Vertrag. Das sind geile Karten. Sehr schön, cool. So, das sieht ja eigentlich ganz gut aus, aber wir wechseln mal ein paar Leute hier ein und aus. Ich denke, der Trainer kriegt das schon ganz gut hin. Ja, wir haben hier zwei Energiekarten. Wir könnten vielleicht mal eine dem Verdar geben. Aber ist jetzt auch kein Top-Spieler, der es vielleicht braucht. Nee, das lassen wir erstmal. So, gegen Bien. Mal schauen, ob es ebenfalls gut läuft hier. Ich denke, das Spiel können wir schon noch machen in dem Part. So, wir haben gleich mal eine Chance. Das freut mich. Und wir versuchen mal hier auf Junior zu passen, der relativ frei stand. Und jetzt hier auf die andere Seite... Auf den Stürmer. Und der steht frei. Der kann jetzt wirklich... Der muss ein Tor schießen. Oh, ey, 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 ey. Ey, das war ein Foul für mich. Naja, Neuversuch. Also, ich finde, das hätte einen Freistoß geben können. Naja. Jetzt sieht es nicht mehr ganz so gut aus. Ja, passt mal auf ihn. Ah, gefällt mir gerade nicht wirklich. Du läufst mal ein bisschen hier hin. Das wird riskant, aber er kriegt den Ball. Gut. Das ging total auf den... Ja, finde ich auch. Guter Freistoß. Hm.
Hast du es dann? Das ist Idiot. Ah, er kriegt den Ball irgendwie. Ja, er muss eigentlich direkt schießen. Ich glaube, der prallt wahrscheinlich an einem Spieler ab, aber... Oh, schade. Schade. Oh, Groh ist verletzt. Okay. Da haben wir zum Glück Essig. Schöner Name. Okay, ja. 8. Minute und einer ist schon verletzt. Naja. Es wird eng. Oben auf dem Netz, okay. Herder blockt. Wen hat eine große Chance? Ach, schade. Herzog, was war das denn? Wir müssen härter arbeiten. Ja, finde ich auch. Mal ein bisschen mehr auf Spielleistung gehen. Kommt, Leute. Mal wieder eine tolle Chance. Das geht so nicht. Ja, Spielleistung habe ich schon verbessert. Also, was soll ich noch machen? Ja, ich möchte eigentlich jetzt auch nicht zu offensiv spielen, weil ich sonst Angst habe, dass die Abwehr irgendwie nicht mehr ganz so hinhaut. Wir könnten mal ein 4-3-3 versuchen. Hier. Das wäre eine Überlegung wert. Das dann vielleicht... Ja, Essig kam aber erst rein. Den möchte ich eigentlich weiterspielen lassen. Dass dann vielleicht Hornborstel rauskommt. Für... Destin oder Destin. Hier auf der rechten Seite. Mhm. Ja. Versuchen wir mal. Auch wenn er ja natürlich mit der Position jetzt nicht wirklich happy ist. Aber geht halt nicht anders. Ja, ansonsten können wir die eigentlich alle so lassen, denke ich. Ach, 2-0. Mensch. So, wir haben jetzt die Chance. Was? Wieso stehen hier so viele Leute rum? Nach vorne, Leute. Ihr müsst nach vorne. Ah, steht der im Abseits? Ganz knappe Sache. Ist mir eigentlich zu riskant. Lauf mal ein bisschen zurück. Ah, das ist jetzt auch blöd. Hä? Abseits? Spinnst du? Das war doch kein Abseits, der ist nach hinten gelaufen. Okay, vielleicht noch ein 2-1. Zack. Ja, das ist ja geschenkt eigentlich. Also wenn wir den nicht verwandeln, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, immerhin. So, kommt jetzt nochmal ganz nach vorne. Vielleicht kriegen wir noch einen Ausgleich hin. Ein 2-2. Ah, nicht wirklich. Ja, nee, das war's. Schade. 3-1. Oh, Groh ist verletzt. Wir müssen aufstehen und seinen Mund abwischen und weitermachen. Ja, der Torwart war heute nicht gut. Da hast du recht. Wen überragt Newster von Moritz Schossel? Ja, ja, ja. So, überragen ist übertrieben. Ich glaube, die sind auch ein Top-Club, oder? Ja, Platz 4, also... Naja. Ja, da sind die natürlich alle... nicht mehr wirklich happy, verstehe ich. Aber so ist das nun mal. Dafür gibt's Energiekarten. Juhu. Das freut mich. Okay, Chef, dein neues Scout-Büro ist fertig. Dann stellen wir mal einen Scout ein. Wunderbar. Mitarbeiter, hier. Scout. Da hole ich natürlich den Besten, den Kaspar Neiser. Das ist der Beste. Also, für 40 Spiele erstmal. Vielleicht kriege ich danach einen besseren... Vertrag anbieten. Oh, das ist riskant. Höher. Na, super. Das ist schon eine stolze Forderung. Aber weil du es bist, Kasper, ist das für mich in Ordnung. Gerade noch so. Interview. Frage unter Druck. Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Dann wohl eher 3. Korrekt. Und ich bin an der Stufe aufgestiegen. Da gibt's für mich 3 neue Karten. Energie, Scout, was auch immer das bringt, und Tackling. Okay. Ich weiß, hier oben
Bei Errungenschaften kannst du EP sammeln. Das erhöht deine Stufe dann auch ein bisschen. Das werde ich einfach mal machen. Das habe ich auch mehr zufällig als alles andere entdeckt. Da sind wir auch schon Stufe 3. So schnell kann es gehen. Einspruch, Technik und Energie. Was auch immer Einspruch bringt, keine Ahnung. So. Gut. Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter mit ein paar neuen Spielen gegen Hansa. Das wird spannend, weil Hansa ist ein guter Club, das weiß ich. Mal schauen, wie es läuft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.